Ein Feuer ist am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in einem Fachwerkhaus an der Rotenburger Brotgasse ausgebrochen. In kürzester Zeit hüllten Rauchwolken die Neustadt ein. Ein Mann wurde bei diesem Brand schwer verletzt. Die komplette Rotenburger Feuerwehr und Einsatzkräfte aus Bad Hersfeld waren mehrere Stunden im Einsatz. Da das Haus Gasanschluss hatte, flackerte das Feuer immer wieder auf und die Feuerwehrmänner konnten auch über die Drehleiter zunächst nicht ins Gebäude gelangen. Es gelang ihnen aber, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser zu verhindern. Gegen 17.15 Uhr hieß es zunächst unter Vorbehalt, dass sich keine Menschen mehr im Haus befänden. Die Rotenburger Neustadt wurde von den Einsatzkräften abgesperrt. Dichter Rauch zog noch lange über die Stadt.